Komm, du Schöller, jetzt wird auch ordentlich geflutscht. Shades of Grey. Wer will mit mir Shades of Grey Sachen machen? Gentlemen, Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Ich glaube, dass die Angie so eine Shades of Grey Frau ist. And we're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Nanny McPhee school has some strange graduates. Ich denke das wirklich, ja. Was, wer ist Nanny McPhee? Die kenne ich gar nicht. Ist das die zauberhafte Nanny, die mit ihrem Regenschirm rumfliegt? Oh, Van der Linde! Oh oh. Wir hatten ja noch keine Schießerei, stimmt. You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. Ah, er. I am not a man. Ah, okay. With by the likes of you. Ich habe den Film nie gesehen tatsächlich. Ich kenne nur die Szene, wie sie auf ihrem Regenschirm fliegt. What do you think? Get out here, well, I... you depraved piece of trash! You start spinning the yarn. When I think the moment's you right, I'll make a I move. You think I got where I am? By letting Skarmok you rob from me? Vandalin! Naja, wenn er was kann, dann reden halten. Ich gehe durch die Backdoor. Get out here now! Deal with this nonsense! Ist das nicht ein Kinderfilm? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Please! Gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am... Bruder, ich lad nach. Ich lad nach, okay? Schießen! 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 Er sagt zwar rot, aber er macht nicht rot. Toll, jetzt bin ich schon wieder gesucht. Immer derselbe Scheiß. Dieser Auto-Aim ist der Haufen Scheiße. Das kannst du dir nicht ausmalen. Mit Absicht zielt er daneben, weißt du? Der Vollidiot.
Das ist so unnötig, diese Killcam. Ach so, ja, ich komme ja schon. Ach so, ich muss den Spassi mitnehmen. Sorry, Bruder, er hat dich vergessen. Stress! Wieso helfen mir die anderen denn jetzt nicht? Komm, Strauß. Da, glaube in der Stadt kann ich mich nicht mehr sehen lassen. Was ist denn sein scheiß Pferd, Mann? Spiel! Geh mir doch nicht auf den Sack! Arthur, come on! What the hell are you doing? You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to Harry Potter? Also, wer kennt Harry Potter denn nicht? Can't stick around after this. Let's go! Natürlich, ich muss noch ein bisschen schießen. Alright. I better get out of here. Roter Punkt, du dreckiges Spiel! Roter Punkt! Da darf man auch mal treffen! Das ist ja schlimmer als bei Mafia, Alter! Wieso überleben die eigentlich 8 Schüsse von mir? Wo kommt er her? Bruder, er steht neben mir! Bescheuert einfach. Bullshit einfach. Er lädt einfach auch 4 Stunden nach. Ich schwöre, dieser Auto-Aim, der ist so für den Arsch. Ich muss einfach nur abhauen, oder was? So, wenn jetzt noch mein Pferd kein Hurensohn ist, dann aber. Dann reite ich halt einfach weg. Geht auch. Aber jetzt kann ich mich in Valentine nicht mehr blicken lassen. Das ist doch meine Lieblingsstadt. Ja. Das nervt mich. Warum muss ich es mir eigentlich in jeder Stadt verscherzen? Und komm mit den Gesetzeshütern, das tue ich. Hallo, warum geht das Gesucht nicht mal weg? Endlich. Yeah. Dutch hat eine Mission für mich. Geh weg, du blöde Nachricht. Kann ich da jetzt wieder rein oder kostet mich das jetzt wieder Geld? Ah, klar. $60. Die Missionen machen einen arm. Das ist ja richtig nervig. Ah. $140, die Lagerkasse ist einfach grammetvoll. So schlobe ich mir das. Good boy. Bisschen Futter. Jawohl, der Pferd ist wieder glücklich. Ich habe keinen Hut mehr auf. Da, oh, shit. Keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low?
turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Ich kann hier nichts machen, oder? Weil die Mission jetzt lautet, wir müssen unser Lager abbrechen. Sehe ich das gerade richtig? Oh je. Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because ich bin älter als du. You are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Now where have I heard that before? Ich hab jetzt erst kapiert, dass das ein Sattelsymbol ist. Auf dem Radar. Wo ist denn das? Ist wieder einen halben Kilometer weit weg, oder? Wie lustig. Ich darf das ganze Gebiet jetzt meiden. Weißt du, ich könnte dem Fuffi einfach zahlen und Judas. Falsche Richtung. Ich hab was überritten. Ups. Too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know. Weil wir einfach alles töten, das ist das große Problem in dem Spiel. Wir hätten einfach viel einfachere Leben, wenn wir nicht einfach immer alles töten würden. Das ist so einfach, einfach. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right! And I know by now there ain't no lying low. Hold up a second! Ach, muss ich jetzt auf den warten, oder was? Bin zu schnell für ihn, weil ich abseits der Wege unterwegs bin. Ich bin ein Outlaw. So, you were saying? There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Meine alten Augen. We are. Da ist einer, der ist aber chillig. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before? Put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. And this is a big country. Now hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Da wollen die hin! Da kannst du kein Lager aufbauen. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Obala. Quit talking. You started it. Ach ja, und schon wieder irgendwas ausrotten. Und es wird schon wieder Nacht. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Ja, brennt sogar noch eine Lampe.
Nämlich alle genutzt. They heard us come. Be careful. I'm being careful. Wieder einfach ein fettes Kind dabei ist. Okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. Er hat einfach zu viele Knochen. Doppelte Anzahl. Aber die Tochter, die wird verkauft. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ich spreche Deutsch. No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men. Last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Wie jetzt? Männer und das hilft und jetzt wissen wir wohin oder was? Ernsthaft? Bin da. Bin genau hinter dir. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. Nick, Nick. Warte mal, ich muss mal was essen, weil hier. Goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Oh, Sonnenuntergang. Ja, ja, ich bin Fährtenleser, alles hier. Er ist ja auch noch Indianer oder so. Er hat ja andere Hautfarbe als ich. Schau ihn dir an, wie krass er das macht. Okay, they go down this way. Mich irritiert einfach dieser scheiß rote Kack da auf meiner Karte. So. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Think this is the right way? Give me a second. Hä, das ist Wasser. Die sind doch nicht ins Wasser reingeritten, Mann. Was macht denn der da? Ah ja, okay. Das erklärt einiges. Am Ufer entlang. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Ah, da war ein unbesiegbarer Stein im Weg gerade. Muss aufpassen. Pferd gegen Stein verliere ich meistens. Man vorhin gesehen, die Klippe. Der hat mich fast vernichtet. Einfach so. Ich habe ein ganz besonderes Pferd. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh well. If it's John's idea. Da schwimmt was. Hey Bro. Alter, wie creepy ist der denn unterwegs? He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while. Hä, wir reiten doch im Kreis. Let me make sure this is right. Glotzen beide auf dem Boden. Keiner hat Ahnung. They carry on along this trail. You were saying before you disappeared on me? Das ist halt einfach gar nichts außer Dreck. Family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Da. There's a camp up ahead. Be careful.
seems deserted. Let's take a look. Ist irgendwie alles verlassen hier, da stimmt doch was nicht. Es riecht schon wieder nach Hinterhalt. Und Hinterhalt heißt, ich muss hinterhältig schießen. Hast du wieder nur Hintern gehört? Eieiei. So where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Ja, was? There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. Freiheit für dich, Deutscher. Vorsicht, Vorsicht, das ist eine Pfanne, Vorsicht! Wie er halt Deutsch redet in Amerika. Als würde auch nur irgendeiner von denen... Dieser Auto-Aim, Alter, er ist so für den Arsch. Weiß nicht, wo er immer hinzielt. Well, that's them dealt with. You get him untied, and I'll see what they've left behind for us. Helfen Sie mir. Ja, ich helfe dir gleich. Redet der im Original auch Deutsch? Das wird mich interessieren. Ich habe Pfeile gefunden. Ja, Alter, dass die immer so viel labern müssen in dem Spiel. Du siehst doch, dass ich die plünder. Das ist doch wichtiger, als jetzt einen Deutschen zu retten. Dachte, er hat ihn schon losgeschnitten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Red Englisch. Yeah, okay, here you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Ach so, und ich muss ihn jetzt. Kann ich reiten? Regnet. Ach, der geht mit. Der ist ja frech. I'll take you back to your family. Hat meine Familie sie geschickt? Also soll ich mitkommen? Ja. Der weiß gar nichts. Der reitet einfach mit mir mit. Was ein naiver Spaß. Ah, das sind wir Deutschen, gell? Der hat sich einfach draufgesetzt. Der versteht ja kein Wort. Ich kann ja alles zu ihm gesagt haben. Hin? Ja, eben. Wo bringen sie mich hin? Das ist... Das ist bescheuert, Alter. Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. Deutsche Wörter sind schwierig. Sie bringen mich zu meiner Familie? Red halt, kann der kein Wort Englisch? Wie haben Sie sie gefunden? Boah, geiler Blitz, Alter. Boah. Aber ich wäre längst in Deckung gegangen bei so einem Gewitter. Wenn dir der Blitz quasi schon ins Gesicht schießt. Ich muss hier irgendwie so, genau, querfeld ein jetzt. Und jetzt ist er voll Bachwasser voll, weißt du? Und die sind tot wahrscheinlich, die Familie. Familie Nimmersatt. Eine Wildsau, ich reite dich tot. Was, Alter? Fettes Stück Fleisch getötet. Dem Herrgott sei Dank. Herrgott. Schatz. Oh. Ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Mein Herz. Wir haben eine Goldmine. Nimm die mit. Oh, wie wunderbar. Oh,
Sie sind ein großer Mann. Danke. Ein großer Mann. Ein großer Mann mit großem, großen Prügel. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Bamo. Das ist wahr. Bamo. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Kann er nicht mal thank you sagen? Vielen Dank, herzlichen Dank. Gold. Der hat mir einen Goldbahn gegeben. Guess it was a pleasure. Okay. Ja. Mit Goldbahn hast du doch ausgesorgt, oder? In der Zeit. Stimmt, ich wurde unterbrochen. Da war ja was, da war geschossen. Oder getötet, wie man es eigentlich nennt. Effektiv. Frage ist, versteckt er den Goldbahn oder gibt er den ab? Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Schön hier. Mit dem See und so. Aber ich finde nicht weit genug weg. Kapitel 3. Ach, da gibt's ja Kapitel. Da war ja was. Den habe ich ja erst im Nachgang bekommen, den Goldbarren. Naja, ich weiß ja nicht. Ich muss mir das jetzt mal anschauen, was mit dem Lager hier jetzt so abgeht. Ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, Geld zu sammeln. Aber schaut, die haben sogar einen Steg zum Angeln. Und ich kann mich waschen, Alter. Ich kann mir ein Eichelkas von der Eichel kratzen. Lande 5 Kopfschüsse. 80% Genauigkeit. Dude. Du kannst ihn beim Hehler für viel Geld verkaufen. Nein, 7%. Der gesamten Fortschritt, also 7 von 100% aller Trophäen. Stehen neue Ställe, neue Pferde in den Ställen. Alles neu jetzt. Naja, Geld haben sie ja nicht viel gemacht. $300? Das kriegt mein Lager nicht. Das behalte ich selber. Davon kaufe ich mir eine verdammte Nutte. Dass wenigstens meine Spielfigur Sex hat. Oder auch nur irgendwas Ähnliches. Ich habe halt auch noch $693. Bin voll reich. Bald ist auch alles verbessert. Ist gut. Mein Addon ist einsatzbereit, weil jetzt Mitternacht ist. Jetzt kann ich Dragon Ball spielen. Guck mal an. Ploppt jetzt alles auf. Und ich kann es nicht machen, weil... blöd. Jetzt würde mich mal interessieren, ich darf es nicht streamen, oder? Das habe ich schon richtig verstanden. Weil es noch kein offizieller Release ist. Der offiziell kommt das Spiel erst am 10.11. raus. Ich habe es jetzt schon nur, weil ich ja diese Ultimate Edition habe und da kannst du 3 Tage früher spielen. Aber du darfst nicht vorher live gehen. Du darfst erst live gehen mit einem Spiel, wenn es offiziell released ist. Sonst kann es passieren, dass du gebannt wirst. Aber ich vermute mal, auf Twitch und vor allem auf TikTok werden wir jetzt einige Leute sehen, die dieses Spiel jetzt gleich ins Streamen anfangen. Weil es einfach keinen Schwanz interessiert, aber ich habe einfach zu viel Angst. Ja, ja, natürlich gehen die dann live. Es gab auch schon einen Live-Typen. Der gebannt wurde. Schon gestern oder wann das war. Aber ich trau's mich nicht, weil
Zum einen ist es jetzt Mitternacht vorbei, das macht jetzt eh keinen Sinn. Und zum anderen will ich nicht gebannt werden. Aber es ist halt auch extrem schwer, sich jetzt nicht zu spoilern. Ich spiele es natürlich auch offline jetzt nicht, sondern erst der Moment, wo ich spiele, wird der sein, mit dem ich auch live gehe dann. So, jetzt kriegen sie noch alle ein Zelt-Update. Wow, wunderschön. Hey, hat sich gar nichts verändert. Genau. Und mein erstes Mal ist mit euch. Ach, da gibt's noch eine Seite. Scheiße. Das habe ich völlig vergessen. Ich dachte, okay, mehr Platz zum Anbinden. Weiß nicht, ob das wirklich... Achso, da kann ich dann mein Pferd auch in mein Lager rufen. Aus dem Stall. Ein Dead-Eye-Schub. Okay, aber das meinen wir nicht jetzt. Jetzt haben wir erstmal alle wieder glücklich gemacht. Von meinem Geld. Oh, ich bin einfach so selbstlos. Das ist unglaublich. Das ist mir schon ein paar... Naja, nur ein oder zweimal ist mir das passiert. Also ich war ja nicht dumm. You behaving there, O'Driscoll? I'm not O'Driscoll, sir. Sure. Oh, ich will nicht mit dir reden. Mann, das war ein Fehler. Well, but they could be better. I'm worried. They've been through a lot. If I had some burdock root, just a couple. Du hast alles Wichtige in dem Spiel verpennt, habe ich das Gefühl. Burdock root? Yes, yes, that works best. Okay. If I see some, I'll bring it you. Well, thank you, sir. Ah, ja. And have a nice morning, Mr. Morgan. Danke. wo ist denn mein Zelt? Da hinten irgendwo. Boah. Guten Morgen. Ihr lebt alle wegen mir im Luxus. Das muss euch einfach bewusst sein, ihr komischen Einwohner hier. Umziehen, schlafen. Ist Mittag. Ja, also fast alles, was entscheidend ist in dem Spiel. Ich muss mich unbedingt rasieren, hä? Erledigt. Und noch die Haare nach hinten flinzen. Nice, Alter.